So, wir sind wieder dabei. Voll und ganz. Ich muss aber auf den... Beziehungsweise auf... Yay! Warum habe ich freigeschalten geschrieben? Ich überlege, ob das so richtig ist. Ich mache mal einen Screenshot. So. Freigeschaltet würde ich, glaube ich. Ja. Ich glaube, es geht beides, aber ich finde, freigeschaltet benutzt man häufiger in Spielen. Wollen wir mal eins davon machen? Nein. Ja, wenn es funktioniert. Aber dazu bräuchten wir noch ein zweites, also Gerät, wo das Spiel drauf läuft, damit wir gerade ein Spiel machen können. Aber zumindest können wir mal Kampfpass, Downgamepass vom Wi-Fi einstellen. Ja. Sieht auch gut aus. Oh! Na sowas. Ja, die Wi-Fi Connection Settings. Gut. Aber an sich. Das ist ein Darin. Ja. Ja. Richtig. Ja. Auch, also, aber dafür fand ich es gut, dass es auf dem DS das Download-Spiel gab. Also, weißt du, diese Funktion, oder was, S-Band, IDF, nee, das gab's auch beim DS schon, oder? Dass du, dass du nur eine Cartridge brauchtest, um mit anderen Leuten zusammenzuspielen, das war echt cool. Dass man das bei der Switch nicht weitergeführt hat, fand ich echt schade. So. Mario Party Jamboree. Final Fantasy Crystal Chronicles. Ah. Da musste nur einer das Spiel haben, die anderen haben die kostenlose Testversion. Oder ich glaube, es das gab auch sowas bei 51 Worldwide Games. Stimmt. Da hatten sie das auch. Das ist das auch. Aber da haben sie also echt immer eine extra App noch zur Verfügung gestellt. Und beim DS. Also bei manchen 3DS-Spielen war es ja dann wenigstens direkt mit der Karte. Ja. Gut, so. Aufnahme startet. Aufnahme ist schon gestartet. Ach so. Mal bringen jetzt was machen wir den gesagt irgendwie? Nein, hast du nicht. Nein, du hast wunderschöne Sachen gesagt über Download-Spiel. Nein, Ist dann das mit dem gestartet? Tja, so. Ganz, ganz im Thema des Spiels war das so Ninja-mäßig. Ja, genau, da habe ich das schon gemacht. Lacht schon seit 30 Jahren. Na gut, hallo. Hallo und herzlich willkommen. Dann starten wir mit Fontania. Nee, wir müssen ja bald mal andere Sachen einnehmen. Ist halt die Frage. Ach so, wir müssen ja hier rutschen. Ja, genau. Mir fällt gerade ein, es gibt manchmal auch Trainer, die man da unten noch extra rekrutieren kann. Ich würde sogar davon abraten, alle sofort zu rekrutieren, weil die mehr Erfahrung bringt und die tauchen immer wieder auf, wenn man sie nicht rekrutiert. Also ich weiß nicht, ob wir erstmal trainieren müssen. Was sind denn unsere, wie viel Stärke haben wir denn so? Insgesamt, in unseren... Achso, nee, du kannst auch unsere... Königreiche gehen und da dann gucken, wie sie verteilt sind. So. Schauen wir mal. Also zum Beispiel im Folium haben wir boah, 3 Feuersachen. Okay. Da haben wir Evoli und Pummel und 3 Pflanzensachen und im Ignis haben wir 3 Wassersachen. Die Wassersachen sind jetzt nicht so hoch momentan. Also, ich weiß nicht, ob wir den Monat erstmal versuchen sollten, noch mal ein bisschen zu trainieren in den 3 Königreichen und gucken, was wir da so... Ich geh mal vor, was ich... Ja. Okay, also nur ein Bidiza und ein Zubat und keiner davon hat einen Trainer. Oder beziehungsweise Krieger. Ja, das ist ja... Ach, da ist noch... Ach so, der Monat ist noch... Oh! Da sind sowieso nur Carpador. Da könnte vielleicht ja noch was kommen. Schauen wir mal. Oh,
ein einzelnes Leben, ja. Na dann, ja, dann skippen zum nächsten Monat erstmal. Ja. Ja, danke. September, Jahr 1. Wird sogar richtig dargestellt. Du Mann, da bin ich ja froh. Ansonsten, ich bin der Meinung, die dürften rein theoretisch auch nicht angreifen. Dieses Mal hatten wir es wieder mit einem ziemlich furchteinflößenden Gegner zu tun. Alle voran ist voll von Kampf-Pokémon. Sie werden höchstwahrscheinlich zu stark für normale Pokémon wie Evoli und Pummeluff sein. Ich befürchte, diese Kriegsherren könnten versuchen, unsere Königreiche einzunehmen. Wenn wir nicht Krieger zur Verteidigung unserer Festungen stationieren, könnten wir in Schwierigkeiten geraten. Seid also bitte vorsichtig, ja? Ist ja gemein, wenn man dann auch noch stationieren muss, damit die nicht angreifen. Wobei, als ich das durchgespielt habe, ist das tatsächlich nie passiert, aber wer weiß. Oh, hier sind welche noch. Ja. Da haben wir übrigens einen dabei, ich weiß nicht, ob es der ist, der mit der Shebox vorliebe. Aber ich glaube nicht, weil er ein Wasser-Pokémon hat. Oh. Das Gigaball können wir leider noch nicht kriegen. Tut mir leid. Oh, einfach nur ein Glumanda. Ja. Ist, oder, also du kannst dir natürlich selber überlegen, ob du rekrutieren möchtest oder ob du sagst, du hast von dem Typen erstmal genug. Also ich würde am liebsten tatsächlich gerne meine Feuer noch ein bisschen hochpushen, weil ich hier gerne anfangen möchte. Ich glaube, ist das sinnvoll. Ah, ich weiß gar nicht, ob du da hinkommst, wenn du... Achso, ich muss durch Pugilis gehen? Nee, du musst nicht durch Pugilis, aber du kannst auch durch Violomo. Ja. Violomo ist mit den anderen Königreichen verbunden. Also mit einem von den anderen. Achso, ich kann nur da das, was direkt immer verbunden ist. Ja. Das heißt, hier kann ich... Okay, dann genau. Hier gibt's... Elektro, du hast leider, du wirst keine Boden-Pokémon finden, aber du hast doch Flug-Pokémon. Wenn du das irgendwie dann. Also, beziehungsweise du kannst auch später dann die Kriegsherren von dort nochmal treffen und. Ja. Schwierige Entscheidung. Ja, ich glaube, das ist erstmal ganz gut. So, was die ich immer bei Baum machst? Ja. Ne, die hatten Carpador und Felino. Also da könnte man höchstens sagen für. Ja, auch wenn das vielleicht dann mit Wasserattacken angreifen wird, aber Boden ist schon mal, weil Elektro hier auch wirkungslos ist. Mhm. Von daher, gegen Elektro-Pokémon wäre Felino natürlich eine super Wahl. Soll ich da jemanden gerne schicken, das ist okay. Brauchst du nicht, du hast doch Dings-Pokémon, ne? Nein, nein, im Sinne, dass die mittrainiert werden. Ach so. Wasser. Ach, weil hier habe ich ja auch schon Felino. Ja. Kann man mal versuchen, würde ich sagen, ja. Also das Felino würde ich auf jeden Fall... Ja, eigentlich alle. Also wenn du genug Platz noch... Nee, hast du nicht. Du hast noch für ein weiteres. Außer du marschierst mit Evoli und Pummeluff weg. Zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. vor allem, wenn du dann die noch weiter wegmarschieren lässt, du kannst die überall in deine Königreiche reinmarschieren lassen. Also übermarschieren lassen. Das Coole daran ist, die haben dann auf einmal ein Luftschiff, wenn das ein größeres, eine größere Entfernung ist. So, jetzt 3 gegen 6. Schon ein bisschen fies, aber ja. Aber dafür sind zwei Kampfaktoren bei dir. Eben. Wir müssen auch mal sehen, dass allein dadurch kann das Blatt schon gewendet werden. Mokichika. Na bitte, komm hier. Voran, Suraman. Wolan. Wolan, genau. Das könnte ich mal schreiben. Wolan. Geht
schon wieder los. Wohl an, so oder? Und vor allem Wasser-Pokémon sind ja so fies, die können sogar durch Wasser. Und die Pflanzen-Pokémon können dafür durch Pflanzen laufen. Boah. Hauptsache es macht erstmal Schaden. Es ist Blubbernzeit! Oh. Was? Da stand Speed? Warum stand da Speed? Ich muss mir das aufschreiben. Nee. Ich habe anscheinend Speed nicht geändert. Eine blöde Frage, kriegt meine Pokémon unabhängig davon, mit wem sie die kämpfen, Erfahrungspunkte oder nur wenn sie einen Gegner zu bestimmen sind? Oder wenn es am Ende so die Pokémon. Ich glaube, das kann. Ich bin mir auch nicht sicher. Also jeder kriegt auf jeden Fall ein bisschen was an Erfahrung. Es kann aber sein, dass die wirklich dann auch besiegen, dass die dann bevorzugt werden. Okay, schauen wir mal, Speedbuff fixen. Ich geb's mal an. Was stand da diesmal? Achso. Aber nee, ist eben irgendein Dings hochgegangen, ein Wert. Nicht, dass die jetzt. Ah, achso. Angriff oder so, oder Verteidigung hoch ist richtig, nicht effektiv ist auch hoch, ist richtig. Also irgendwas muss ich da wohl übersehen haben, dass ich Initiative, aber ich meine, ich hätte Speed zu Init geändert. Das macht nichts. Rankenhieb! Das ist wirklich hervorragend. Ich hatte keine Ahnung, dass die Energie überhaupt existiert. Der Edgeboy. Oh, stimmt. Du hast ja auch Wasser-Pokémon da. Das schicke ich jetzt schon mal. Das ist aber auch blöd, dass die dann auch wieder bloß Käferbiss haben. Also zumindest aus Rekrutieransicht. Gravitel. Ist das Verteidigung oder das da? Weiß nicht. Hey, nicht so rum, Mann! Kann sein, dass das vom Trainer und nicht das Körper los. Ja. Ja. Körperdor, Platscher! Verdammt, also. Das hätte auch schief gehen können. Ja. Ja, die können auch irgendwie nicht so nach oben hin angreifen. Ja, ich glaube, das ist okay. Jetzt ist wieder Blubberzeit. Ja. Vielleicht aber, wenn er. Ist halt, also, das ist immer nur so ein Richtwert. Das kann ja auch vielleicht 10 werden. Gucken wir mal, dann steht's. Ja. Ich kann nicht mal ansatzweise mit eurer Exzellenz mithalten. Ich ergebe mich. Ah! Tatsächlich an dem Spiel ein bisschen schade finde. Es gibt wirklich nur diese begrenzte Anzahl an Spielfeldern. Also nichts größeres. Na, vor allem nichts prozedural generiertes. Ach so.
was ganz cool wäre. Kommt leider nicht bis dahin und das Carpador, das will sich anscheinend in eine Ecke verziehen. Ich werde jetzt einfach mal. Ja, das wäre cool. Oh. Ja, wobei jetzt ist eigentlich ja, auch schon egal. Da ist auch schon wurscht. Wir sind so nah am Sieg. Nee, ihr seid so weit weg. Die sind ziemlich weit am Schluss, ja. Ich weiß gar nicht. Obwohl doch eigentlich auch Pokémon ohne Trainer sollten. Okay, wir sehen. So viel war es nicht. Nee. Nee, nicht mal bei denen, die nicht mehr bekommen haben. Dann. Vielleicht ist es auch davon abhängig, wie viel man denn mit in den Kampf nimmt. Sind die kaputt? Kann das noch eigentlich was dagegen? Also, wie gesagt, sie würden dann nicht mehr auftauchen, sondern nur noch wilde Pokémon, aber. An sich, du kriegst sie auch in deinen Kriegerdecks dadurch rein, wenn du sie nicht kultivierst. Also, so aus Vervollständigungsperspektive. Ja. Nur Shigo und andere.